Guten Morgen aus Ptolemaida. Ah, Nordgriechenland ist hier. So, was soll ich machen? Soll ich beginnen oder soll ich nicht beginnen? Das ist Ich hier die denke Frage. ja. Ich Du denke denkst ja. ja, okay. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hallo. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem Webinar, mit wir alle auf Niveau A2 unterrichten. Mein Name ist Eleni Pirini, ich bin Deutschlehrerin an einer öffentlichen Schule und Autorin beim Klett Verlag. Und ich bin Panos Mouzakis und ich bin DAF-Lehrer an einer Privatschule, und Mitarbeiter von Klete Lass. So, wir alle, das neue Lehrwerk für Griechenland orientiert sich an den europäischen, gemeinsamen europäischen Referenzrahmen und führt in drei Bänden von A1 bis B1. Wichtige Infos zu unserem Lehrwerk. Wir alle richtet sich an Kinder und Jugendliche von etwa 10 bis 14 Jahren und eignet sich besonders für den Unterricht, ein, zwei, also Stunden pro Woche. Wir alle führt vom A1-Niveau bis zum B1, umfasst 270 Unterrichtseinheiten, also 90 pro Band, fokussiert auf Kommunikation, Motivation und Aktion und bereitet auf die Goethe-Prüfungen, die OSD und die DSD-Prüfungen vor. Panos. Danke. Wir alle bestellt aus dem Kursbuch, dem Arbeitsbuch, beide mit Videos und Audios online und mit einer Klettbook Up Code und dem Unterrichtshandbuch, das eine hervorragende Materialsammlung zum Herunterladen bietet. Da findet man didaktische Hinweise, Kopiervorlagen, Spielvorlagen und Tests in zwei Varianten. Alles also, was bisher auf die DVD gab, gibt es jetzt zum Herunterladen. Und natürlich, man darf nicht die digitalen Ausgaben vergessen. Das heißt, jedes Kurs- und Übungsbuch hat einen Entschuldigung, Code, womit man die Online-Bookup-Versionen der Bücher aktivieren kann und Zugang zu Klett-Bookup Learning Management System haben kann. Die Klett-Bookup funktioniert auf Windows-Rechnern, Macs wie auch Tablets. Und da stehen Ihnen und Ihren Lernenden das digitale interaktive Wir alle Kursbuch und Übungsbuch mit allen Audios und Videos zur Verfügung. Und da finden Sie auch interaktive Übungen für den Präsenz-Online-Unterricht und der Nutzung des Lehrwerkes innerhalb einer Videokonferenzplattform, wie wir im Moment benutzen. Zugleich gibt es für diejenigen, die lieber offline arbeiten, ein interaktives E-Book für Windows-Rechner, für Windows-PCs als Download. Dafür braucht man einen Code, den man sich separat anschaffen kann. Insgesamt verfügt der Lehrer, der mit Wir alle arbeitet, über ein breites Sortiment von digitalen Materialien. Außer der digitalen Ausgaben des Buches stehen uns Lehrern Folgendes zur Verfügung. Das heißt, Online-Übungen, die regeneriert werden, Kahoot zur Abwechslung und Dynamik im Unterricht, extra Arbeitsblätter, alle Hördateien und Filme, Grammatikclips und Stoffverteilungspläne. Egal, wie Sie den Unterricht gestalten wollen, liegen Ihnen die notwendigen Werkzeuge dabei. Und ich übergebe jetzt Eleni das Wort, damit sie uns die Konzeption des Lehrwerkes kurz erklärt. So, also die Frage ist nun, warum eignet sich wir alle für unsere jungen Lernenden? Erstens ist es einfach, zweitens authentisch und drittens motivierend. Es ist einfach, weil es eine klare Struktur hat. Es unterstützt visuell Grammatik und Wortschatz. Es zeichnet sich durch eine flache Progression des Lernstoffs aus und die Sprachmittel werden in kleinen Lernportionen progressiv erarbeitet. Warum authentisch? Weil das Leben einer echten Berliner Familie abgebildet wird. Es handelt sich also um kein fiktives Szenario. Und die Hörtexte und die Filme sind auch realitätsbezogen und werden so authentisch wie möglich gestaltet. Und schließlich, warum motivierend? Dafür spricht der mehrkanalige Input, der auf Sehen, Hören und Lesen fokussiert. Auch der Schwierigkeitsgrad ist graduierend und hier wird jeweils an die Gruppe der Schüler angepasst und dann auch gegebenenfalls erhöht. Und schließlich ist die Aufgabenvielfalt ein motivierender Faktor für unsere Schüler,
da Ihnen eine breite Palette an Übungen angeboten wird, die die Schüler leicht und schnell bewältigen können. In jedem Band von Wir alle werden die Fertigkeiten methodisch entwickelt. Im Vordergrund von Wir alle A1 steht das Training der Fertigkeiten Hören und Sprechen im Vordergrund. In Wir alle A2 wird dieser Ansatz dann fortgesetzt und der Schwerpunkt liegt nun auf der Entwicklung des Hörverstehens und des Leseverstehens. Und Wir alle B1. In alle B1 wird die Textrezeption intensiviert, die auf freie schriftliche und mündliche Textproduktion vorbereitet. Also in Wir alle wird die Textproduktion weiter ausgebaut. Panos. Danke, Lenny. Und lass uns jetzt mal über die Thematiken des Buches sprechen. Es gibt wie vorher 4 Module und jedes Modul besteht aus 3 Lektionen. Wie viele schon wissen, viele haben schon mit Wir alle A1 gearbeitet, waren damals die Thematiken von Wir alle A1, das, was wir hier auf dem Bildschirm sehen können, das heißt, oder hier noch besser, das sind wir bei uns zu Hause, so leben wir und ein ganz normaler Schultag. Das heißt, der Schwerpunkt war die Familie, das Wohnen, Freizeit und die Schule. Und jetzt begleiten wir die Familie Lenz erneut. Wir erleben jetzt 12 weitere Episoden aus dem täglichen Leben von Familie Lenz. Die neuen Thematiken sind Schule, Freizeit und Hobbys. Seid ihr fit? Wir machen eine Party und am besten mit Freunden. Und hier sehen wir die Themen ausführlicher. Auch in diesem Fall also interessante und vertraute Themen, die das Niveaustufe A2 der gemeinsamen europäischen Referenzrahmen entsprechen. Und ich warte ein bisschen, bis alle die Thematiken sehen können und übergebe dann Eleni das Wort. So. Zu Ihrer Information, also das Kursbuch und das Übungsbuch von Wir alle A2, sie sind alle beide schon erschienen. Das Unterrichtshandbuch erhalten Sie schon vor den Osterfeiertagen. So, wie gehen wir heute vor? Wir präsentieren Ihnen Schritt für Schritt, wie wir als Lehrer mit einer Lektion, hier Modul 2, Lektion 6, vorgehen könnten. Wir haben uns entschieden, die Unterrichtssektion im Kursbuch parallel mit den entsprechenden Übungen im Übungsteil zu präsentieren, also die Übungen, auf die das Kursbuch verweist. Panos Kursbuch, ich Übungsbuch. Ein Tennisspiel. Okay. So können Sie selbst feststellen, wie einfach wir alle den Lernstoff vermittelt, wie der Lernstoff also vermittelt und gleichzeitig geübt wird, ohne großen Aufwand für den Lehrer. Und das ist natürlich sehr wichtig für Sie. Wir werden auch noch präsentieren, wie Sie das umfangreiche Angebot vom Unterrichtshandbuch in Ihrem Unterricht einbauen können, also didaktische Hinweise, Tipps zur Binnendifferenzierung, Kopier- und Spielvorlagen. Und wir nehmen an, dass jede Lektion von Wir alle in plus minus 6 Unterrichtsstunden absolviert werden könnte. Es hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, wie schnell man also eine Lektion unterrichten könnte, zum Beispiel der Lernort, die Schule, also oder privat, die Anzahl der Schüler, ihr Talent bzw. ihre Begabung beim Fremdsprachenlernen und so weiter spielt eine Rolle. Und Panos. So, jedes neue Modul wird mit dem Modulauftakt eingeleitet, was Sie hier auf dem Bildschirm sehen können. Da werden das neue Thema präsentiert und die kommunikativen Lernziele des Moduls erklärt. Das entlastet die Schüler, die von Anfang an wissen, was von ihnen erwartet wird. Die Zielsetzung finden die Schüler auch sie ist auch auf Griechisch gegeben. Die können auch auf Griechisch lesen, genau wie viele Anweisungen und Erklärungen im Kursbuch im Übungsbuch, damit sie leichter verständlich sind und damit sie keine zusätzliche Mühe bereiten. Die Lektionen im Kursbuch. Die Lektionen sind kurz, damit das Interesse der Lernenden nicht verloren geht. Das heißt, jede Lektion besteht aus 6 Seiten und zu jeder Lektion werden noch 2 Seiten mit zusätzlichem Material angeboten. Da findet man Wortschatzaufgaben, Aufgaben zur Aussprache, Lieder, Deutsch im Alltag,
Mini-Projekte und Selbstreflexion unter dem Titel Kannst du das? Ja. Und Eleni, wie sieht das Übungsbuch aus? Fast genau gleich. Also wir haben auch hier, also die Lektionen im Übungsbuch bestehen aus 6 Seiten, also genau die Portion an Seiten, die unsere Schüler nicht entmutigen, langweilen oder demotivieren. Das Übungsbuch impliziert auch ein integriertes Glossar am Ende jeder Lektion und zum ausgiebigen Trainieren von Wortschatz und Grammatik im Anschluss jeder Lektion dann extra Seiten. Spanisch. Okay. Wir präsentieren Ihnen heute Lektion 6 mit dem Titel Fit mit Medien. Lektion 6 gehört zu Modul 2. Das heißt, wir befinden uns auf A2-1-Niveau. Und auf dieser Folie hier können Sie sehen, welche grammatische Phänomene und Vokabeln bearbeitet werden. Wir sprechen über Medien und Mediennutzung im Allgemeinen. Und es gibt natürlich auch eine gute Portion Grammatik, oder? Eine kleine Portion immer wieder. Ja. Sagen wir die richtige Portion. Ja, genau. Und jetzt, wer schon das Kursbuch und Arbeitsbuch dabei hat, kann sie jetzt aufmachen, denn der Unterricht beginnt gleich, Lenny. Und der Unterricht beginnt mit Übung 1. Wie komisch. Man beginnt also mit den neuen Vokabeln hier als optisches Input. Die Schüler schauen die Fotos an und erklären, welche Geräte die Menschen benutzen. Die Vokabeln, und ich zeige jetzt Ihnen, die Vokabeln sind hier farbkodiert und damit gebrauchsbereit. So werden Schüler mit den neuen Vokabeln vertraut. Und hier links sehen wir, welchen Aufgaben im Arbeitsbuch nach diesem Schritt zu empfehlen sind. Und das erklärt uns jetzt Eleni. Nee, die Eleni, Entschuldigung. Ja, das wirklich ja. Jetzt. Also, ja, wirklich jetzt. Sie auch selbst feststellen können, bevor ich also jetzt zur Übung 1 eingehe, sind die Arbeitsanweisungen sowohl auf Deutsch wie auch auf Griechisch. Und das ermöglicht, dass unsere Schüler auf Anhieb verstehen, was die Übung von ihnen verlangt. Das unterstützt natürlich die Einzelarbeit und eignet sich natürlich als Hausaufgabe. Jede Übung eignet sich als Hausaufgabe. So, die neuen Wörter, hier die Medien, sollen also geübt werden und hier die Übung 1. Eine Zuordnungsübung, die Schüler ordnen die Wörter den Bildern zu und natürlich notieren den Artikel. Und eine nächste Übung, die Übung 2, eine weitere Übung also zur Festigung von Wortschatz. Hier geht es eigentlich um die Mediennutzung. Die Schüler sollen die Sätze ergänzen, indem sie auf die Frage antworten, welche Geräte sie immer, manchmal oder nie benutzen. Panusz. Okay. Und da Schüler jetzt mit den Geräten vertraut sind, werden sie aufgefordert, im Heft Mindmaps zu machen. Und damit die Geräte mit ihren entsprechenden Funktionen verbinden. In Übung 3 machen Schüler Feststellungen. Dabei hilft natürlich der Grammatikkasten hier mit den farbkodierten Artikeln. Links finden wir noch einmal den Hinweis zu den Übungen im Arbeitsbuch, aber auch diesmal zu der entsprechenden Spielvorlage, mit Hilfe deren wir die neuen Vokabeln spielerisch üben können. Diese Spielvorlage eignet sich ganz gut für ein Memory-Spiel. So sieht sie aus. Eine weitere Idee wäre natürlich, die Bilder im Stapel auf den Tisch zu legen. Dann könnte ein Schüler eine Karte ziehen und das entsprechende Wort sagen, laut sagen, in der Klasse oder in der Gruppe. Es gibt natürlich zu jeder Lektion eine Spielvorlage, die man in der Online-Materialsammlung finden kann. Oh, und pass an mich, Panos. So, also, wir haben gesehen, also das grammatische Phänomen mit plus Dativ, hier wird das geübt und gefestigt und die Schüler sollen sich das Bild ansehen, diese Super-Oma, die vieles gleichzeitig macht, super Bild, und sie sollen dann halt diese Lücken ergänzen mit den Medien, die Julias Oma in jedem Fall benutzt.
Panos. Und dann kommen wir zu den nächsten Aufgaben. Das heißt, Übung 4 präsentiert eine realitätsnahe Situation, nämlich Jugendliche, die zocken. Schüler müssen jetzt vermuten, was für ein Gerät sie benutzen, um zu spielen. Der Dialog von Leon und Felix trainiert das Hörverstehen auch. Das sehen wir hier. Verweis auf Audiodateien. Sie hören also, wann und wie lange die zwei Jugendlichen spielen und sollen die richtigen Wörter markieren. In Übung 6 dann werden sie aufgefordert, zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Das heißt, sich zu entscheiden, wer gewinnt und wer das Spiel verliert. Also wie endet das Spiel? Und dann gibt es Übung 7. Die Frage ist hier, was macht ihr gern? Das ist also eine persönliche Frage. Diese Übung kombiniert die Kenntnisse, die Schüler in den vorigen Übungen erworben haben und führt somit schrittweise zur Sprachproduktion. Die Schüler wählen zwei beliebte Aktivitäten und notieren, wie oft und wie lange sie sie machen. Und danach machen sie was im Kursbuch? Also die Schüler festigen halt die Zeitangaben. Also die temporalen Angaben werden in Form einer Zuordnungsübung, hier die Übung 4, geübt. Aufgabe der Schüler ist es, die entsprechenden Antworten den Fragen, wie oft und wie lange, zuzuordnen. Und in der Übung 5 lesen die Schüler den Text, markieren dann mit grün oder gelb die Zeitangaben, die auf die Fragen, wie oft und wie lange, antworten. Also auch die Übungen, wie gesagt, geeignet als Hausaufgabe. Und wie geht es weiter, Panos? Ja, Übungen 8 und 9 jetzt. Die Notizen aus der letzten Übung benutzt man auch hier in Übung 8, um mit einem Mitschüler eine Diskussion zu führen und über diese zwei beliebten Aktivitäten ausführlicher zu sprechen. In Übung 9 bekommt man dann die Notizen eines Mitschülers oder einer Mitschülerin und berichtet über seine oder ihre beliebten Aktivitäten. Es wird klarer, Lenny, wie das Lehrwerk in kleinen Schritten die Schülern mühelos zur Sprachproduktion führt, oder? Ja, ja, genau das. Ja. So, weiter mit der Übung 6. Hier sollen jetzt die Schüler einen Text verfassen. Also in Bezug auf die Gewohnheiten, ein Gerät auswählen und es mit Hilfe der Fragen, wie oft und wie lange sie das Gerät benutzen, das dann auch beschreiben. Also eine Übung, die das Schreiben fördert, wie gesagt. Und Panos, pass an dich. Ja, Dankeschön. Die nächsten zwei Aufgaben führen eine kleine Lernportion ein. Es geht hier um Weilsätze, die ganz attraktiv präsentiert werden. Schüler vermuten zuerst, wie die Spiele hier heißen und werden dann aufgefordert, auszudrücken, welche Spiele ihnen gefallen und welche nicht. Das mag natürlich Geschmackssache sein, aber unsere Schüler sollen ihre Vorlieben begründen. Wie man das macht, wird auch in diesem Fall im Kommunikationskasten deutlich gemacht. Hier hat man also alle notwendigen Redemittel, um darüber ausführlicher zu sprechen. Natürlich kann es immer Probleme geben. Wenn die Weilsätze unseren Schülern Probleme bereiten, dann dienen die Grammatikseiten im Kursbuch zur Unterstützung. Da findet man Erklärungen, Beispiele, Tipps und, also wie wir hier sehen können, die Tipps sind auch auf Griechisch, um leicht verständlich zu sein. Tipps also in der Muttersprache und die Grammatikclips hier links. Lass uns jetzt lernen zusammen, wie man Weilsätze macht. Das heißt, wir sehen Clip Nummer 3, Grammatikclip Nummer 3. Mein Hals tut weh.
Ich bleibe zu Hause, weil mein Hals wehtut. Ich habe Schnupfen. Ich bleibe zu Hause, weil ich Schnupfen habe. Ich bin krank. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Ich bleibe heute zu Hause, weil heute Sonntag ist. Juhu! Okay. So, kommen wir jetzt, nachdem es heute Montag ist, zur Übung 7, nämlich wir sollen hier den Gebrauch von gefallen, also des Verbs gefallen, festigen. Zur Differenzierung können Sie natürlich auch diese Übung im Plenum gebrauchen. Ja. Und zurück zum Thema Spielen. Hier haben wir einen Text und die Frage ist, was spielt Emil gern? Die Schüler lesen den Text und vermuten, was der Junge hier, Emil, gern spielt und mit wem er zusammenspielt. Der Text ist ganz leicht zu verstehen, denn das Lehrwerk hat die Schüler schon für diese Thematik vorbereitet. Das heißt, hier gibt es fast oder gar keine unbekannte Wörter. Und Schüler können sich auf das Wesentliche konzentrieren, das heißt, die Informationen im Text zu finden. Im Grammatikkasten hier findet man die neue Portion Grammatik, in diesem Fall den Artikel im Dativ, was ausführlicher in den Grammatikseiten erklärt wird, nämlich hier. Hier der Artikel im Dativ und auch nochmal Tipps auf Griechisch. So. Und im Kursbuch dann? Also, die unbestimmten Artikel und wie auch die Possessivartikel sollen jetzt im Dativ immer sollen hier geübt werden. Das ermöglicht also die Übung 8. Die Schüler lesen den Text und ordnen die Artikel in den entsprechenden Lücken zu. Und eine nächste Übung, das ist jetzt die Übung 9, eine wiederkehrende Übung, die aber die Präposition mit dem Dativ der unbestimmten Artikel wiederholt. Und unmittelbar werden natürlich auch der Wortschatz hier geübt, zeichnen, schneiden und so weiter. Und eine letzte Übung hier zu dieser Portion Grammatik, nämlich die Übung 10. Die Schüler sollen hier die Possessivartikel also im Dativ dann ergänzen. Eine wirklich simple, einfache Übung für unsere Schüler. Mhm. Und Panos, du bist dran. Ja, natürlich. Und da ich ein spielerischer Tipp bin, dann haben wir hier noch ein Spiel. Ja. Und dann schon lange über Spiele gesprochen wurde, also bekommt man natürlich Lust zum Spielen. Die Schüler bilden Gruppen, notieren Aktivitäten, würfeln und sprechen. Und nach der Pause wird eine neue Lernportion eingeführt. Übung 15 dient als Einführung zu der neuen Situation. Hier vermuten Schüler, was Lena und Sophia machen. Sie hören dann den Dialog und kontrollieren ihre Antwort. Dann müssen sie Fragen zum Hörtext beantworten, indem sie Verben im Perfekt ohne G benutzen. Und dazu gibt es hier den Grammatikkasten und ein Tipp. Der Grammatikkasten verdeutlicht, dass einige Verben keine G brauchen. Und jetzt hören wir, wir hören diese Aufgabe 16, wir hören das Gespräch.
Lena, kannst du mir mit dem Projekt in Geschichte helfen? Was müssen wir machen? Ich habe es nicht verstanden. Ja, klar. Wir hatten gestern eine Videokonferenz mit Frau Schmidt. Da hat sie alles erklärt. Sie hat eine E-Mail mit der Einladung geschickt. Hast du sie nicht bekommen? Die Videokonferenz habe ich verpasst. Ich habe die E-Mail erst heute gesehen. Was habt ihr gemacht? Guck mal, ich zeig dir die Internetseite. Die Adresse ist www. Okay, und das war's. Kommen wir ins Übungsbuch. Das neue grammatische Phänomen der nicht trennbaren Verben, also die das Perfekt ohne G bilden, kommt jetzt hier in der Übung 11, ja. Also hier wird auf den Unterschied zwischen den trennbaren und den nicht trennbaren Verben eingegangen, also im Perfekt eingegangen. Sie könnten natürlich auch diese Übung in Plenum machen. Und dann die Übung 12, eine ganz simple, einfache Übung. Was ist passiert, ist die Frage. Und die Schüler schreiben die Sätze, die im Präsens sind, dann ins Perfekt. Eine simple, einfache Übung. Panos, pass an dich. Okay, danke. Hier wird eine übliche und aktuelle Textsorte präsentiert, nämlich eine Internetseite. Schüler sollen herausfinden, wie jedes Feld heißt, was ihnen natürlich nicht schwerfällt, denn fast alle Wörter international sind, internationale Wörter, es geht hier um internationale Wörter. Diese Wörter verwendet dann man, um das Gespräch in Übung 18 zu ergänzen. Gleichzeitig stellt man fest, dass es auch Verben gibt, die auf -ern enden und diese Verben brauchen auch kein G im Perfekt. Wie vorher wird das grammatische Phänomen ausführlich in den Grammatikseiten präsentiert. Und hier sehen wir das Phänomen als Ganzes, das ganze Phänomen. Also Perfekt, wir haben hier Operativus Chronos Perfekt, die Verben, die kein G brauchen und so weiter und so fort. Und die Tipps natürlich in der Muttersprache helfen dabei, alles ein bisschen leichter zu machen. Naja, und dann kommt halt die Übung 13 im Übungsbuch. Und was sollen wir hier üben? Natürlich die Verben im ihren, im Partizip, auf ihren, also mit der Endung ihren, im Partizip Perfekt. Die Schüler lesen die E-Mail, ergänzen dann das richtige Verb im Perfekt und eine Übung, die auch unmittelbar auch den Wortschatz übt. Pass an, Panos. Okay, und Tor. In Übung 19 werden Schüler aufgefordert, die gegebenen Redemittel zu benutzen, um über ihre eigenen digitalen Erfahrungen zu sprechen. Übung 20 ist ein kleines Leseverstehen, wozu gleich die Possessivartikel im Plural präsentiert werden. Natürlich, wenn man eine Wiederholung braucht oder wenn das Phänomen ganz nicht verständlich ist, dann geht man sofort in die Grammatik, wo das ganze grammatische Phänomen wie vorher ausführlicher präsentiert wird. Auch in diesem Fall mit Farbkodierung und Grammatikclip. Und natürlich Tipps auf Griechisch. Wenn alles klar ist, einem alles klar ist, dann kann man Aufgabe 14, Eleni, machen. Da gibt es zwei Pfeilen. Diese Aufgabe muss sehr wichtig sein, denke ich. Ja, das ist sehr wichtig. Erstmal können also die Schüler, nachdem sie also mit Hilfe der Tabelle, die du vorhin gezeigt hast, können jetzt die Possessivartikel im Plural dann ergänzen. Und diese Übung ist auch also geeignet als Hausaufgabe, weil sie dann auch den Grammatikclip, der hier nicht zu sehen ist, ist irgendwo da hinten, hinter den also da in den gelben diesen Dingschwungs da und Sie können also das hier zu Hause ansehen, den Grammatikclip also zu Hause ansehen, zu Hilfe nehmen und so halt die Possessivartikel dann auch einfach wiederholen. Und eine andere Übung, hier wird das Schreiben gefördert, also die Fertigkeit Schreiben. Welche Vorlieben haben unsere Schüler, aber nicht nur unsere Schüler, sondern auch ihre Familienmitglieder? Die Schüler sollen drei Sätze jeweils formulieren.
Und ich bin bereit, den Pass zu geben. Hans. Okay. So, die nächste Aufgabe hat mit dem Museum zu tun. Objekte im Museum lautet der Titel. Hier geht es um das Technikmuseum Berlin. Die Schüler sollen sich daran erinnern. Sie haben darüber im letzten Text gelesen. Und sie sollen jetzt vermuten, was diese dargestellten Objekte sind. Ihre Vermutungen werden dann bestätigt oder nicht, wenn sie den Text über das Technikmuseum lesen. Sie werden hier aufgefordert, die richtigen Namen der Objekte im Text zu finden. Und ich muss jetzt die nächste Aufgabe zeigen. Also hier werden Sie aufgefordert, die richtigen Namen der Objekte im Text zu finden, sowie auch die Ausstellungen, in denen man diese komischen Objekte finden kann. Es handelt hier natürlich um selektives Lernen. Die Schüler müssen also in der Lage sein, wichtige Informationen im Text zu finden. So. Und was machst du? Was ich jetzt mache, ist dann, ich mache dann hier weiter mit der Übung 16. Das ist eine, danke Panos, eine Rechtschreibungsübung. Die Frage ist also hier, welcher Buchstabe fehlt? Und wie Sie selbst feststellen können, fehlt hier der Buchstabe V. Aber V hört sich in manchen Wörtern wie ein, wieder Laut F an und in anderen wieder Laut W. Und das wird dann auch in der Übung 17 geübt. Die Schüler hören den Laut F oder W. Also eigentlich hören sie wieder die Wörter da oben in der Übung 16. So hören genau zu, nehmen wahr und sprechen nach. Das ist also eine Übung, die auch die richtige Aussprache, aber auch die Rechtschreibung fördert. Mhm. Panos. Gut, und zurück zum Kursbuch. Aufgabe oder Übung 23. Die Frage lautet hier, seit wann gibt es das? Wir haben schon über alte und komische Objekte gesprochen, die man in einem Museum findet. Und da man über so viele alte Objekte schon über so viele alte Objekte gelernt hat, ist es selbstverständlich, dass man auch imstande sein soll, Jahreszahlen zu nennen, oder? Man bekommt also hier die notwendigen Informationen aus dem Text und formuliert Sätze über die Ausstellungsstücke. Zur Verfügung steht auch hier, der Kommunikationskasten, wo man also sehen kann, wie man richtig die Jahreszahlen richtig formulieren kann. Und es steht noch etwas zur Verfügung, das heißt eine Kopiervorlage, die sich für Arbeit eignet, um weiter zu üben. Und hier sehen wir, diese Kopiervorlage besteht aus zwei Teilen. Man schneidet also da durch und jeder Schüler bekommt entweder Rolle A oder Rolle B und es gibt Diktat und es gibt auch dieses Spiel mit den Punkten, die wir als kleine Kinder machten, Eleni, oder sowas. Also wir spielten als kleine Kinder so etwas. Warum Präteritum? Ich bin immer noch klein. Okay, Entschuldigung. Macht nichts, weiter. Okay. Weitermachen. Also ich mache dann weiter, ja? Ja. Also nachdem also unsere Schüler halt Spaß gehabt haben in diesem Zahlendiktat, ist dann die Übung 18. Es ist also eine Hörübung. Die Schüler hören was Mohammed und Hannah im Museum lernen, also eigentlich die Jahreszahlen, und diese sollen sie dann auch notieren. Panos. Ja, danke. Zuletzt die Sprachproduktion. Hier erklären Schüler, welche Stücke sie im Museum sehen wollen und ob sie zu Hause Museumsstücke haben, also ganz alte Objekte. Sowie das Jahr, aus dem sie stammen. So, mein Vater hat einen Fotoapparat von 1990. Die ist gar nicht so alt, oder? Nein. Ja. Oh Gott, die Fragen sind also, welche Objekte möchtet ihr im Museum sehen und habt ihr Museumsobjekte zu Hause? Die Schüler werden hier aufgefordert, zu sprechen und also selbst
zur Sprachproduktion, sie werden zur Sprachproduktion motiviert. So, und was und du halt im Kursbuch, entschuldige, weil was du halt jetzt im Kursbuch als Sprechen geübt hast, kommt jetzt hier als Übung 19, genau, als Schreiben. Also die Schüler sollen dann produktiv einen Text schreiben, also eigentlich sollen sie ein altes Gerät zu Hause beschreiben, was sie zu Hause haben, also beschreiben. Die Fragen sie hier sind dienbar, also und helfen den Schülern, den Text also zu verfassen. Panos, du bist wieder dran. Ja, danke. Also, Wortschatz. Als nächstes, wir sind also mit unserer Lektion fertig und als nächstes kommen Übungen zum Training der Aussprache. Es wird jeweils ein phonetisches Phänomen bewusst gemacht und die Aufgaben führen auch in diesem Fall schrittweise zur richtigen Anwendung. Zuerst werden unsere Schüler sensibilisiert. Wir haben zweimal die Aussprachefolie. Ich spreche zuerst über die Ausspracheaufgaben und dann komme ich zum Wortschatz zurück. Sie werden, also unsere Schüler werden sensibilisiert, dann sprechen sie nach und zuletzt werden sie aufgefordert, das Phänomen richtig anzuwenden. Aber vor der Aussprachenübungen, okay, jetzt ist das richtig, kommt Wortschatz. Und Wortschatz, die Wortschatzübungen, die wir am Ende jeder Lektion finden, dienen dazu, dass die Wörter der Lektion wiederholt, systematisiert und befestigt werden. Diese Übungen sind so konzipiert, dass sie selbstständig gemacht und dann vielleicht zu zweit verglichen werden. Das bedeutet, auch vom Partner kontrolliert werden. Oder auch in der Gruppe könnte man solche Übungen machen. Also dann die Aussprache, haben wir ja schon darüber gesprochen. Und die Lieder. Spaß, wie wir alle wissen, ist auch ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Und aus diesem Grund gibt es am Ende jeder Lektion noch eine Kombination von Liedern, deutschem Alltag und Projekten. Die Lieder sind modern, abwechslungsreich und bringen Rhythmus und Spaß in den Klassenraum. Sie tragen aber auch gleichzeitig zur Festigung von Wortschatz, Strukturen und Aussprachen bei. Und da Sie, unsere Zuhörer, also auch eine Pause verdient haben, hören wir mal zusammen, rappen wir mal zusammen. Ist das Deutsch also? Hello, wie geht's? Ich hab gerade Stress. Ich lerne Deutsch schon 2 Jahre und jetzt hab ich eine Frage. Ist das Deutsch oder nicht? Oder nicht? Ich weiß nicht, wie man das spricht. Wie man das spricht? Ist das Deutsch oder nicht? Ach, ich weiß es nicht. Ich mache meinen Laptop an und hoffe, dass ich chatten kann. Wer ist gerade online? Ich möchte nicht allein sein. Poste meine Frage in unserem Klassenchat. Aber es kommt keine Antwort. Das ist nicht nett. Ist das Deutsch oder nicht? Oder nicht? Okay, also, ist das Deutsch oder nicht? Vielleicht. So, weitermachen. Da, okay. Mini-Projekte. Die Mini-Projekte, die in jeder Lektion zu finden sind, fördern die Kreativität und kommunikative Kompetenzen und geben unseren Schülern die Chance, ihr neues Wissen in realitätsnahen Situationen anzuwenden. In diesem Fall sollten sie die Internetseite des Deutschen Technikmuseums in Berlin besuchen und die sollen dann ein interessantes Objekt suchen und Informationen notieren. Sie drücken dann ein Foto aus und machen eine Ausstellung im Klassenzimmer mit interessanten, alten vielleicht, Objekten.
Und zuletzt kommt, kannst du das, unsere Selbstevaluation, Selbstreflexion, damit Schüler selbst einschätzen können, wie was sie gut und was sie weniger gut machen können. So können sie aktiver in der Gestaltung des Unterrichts teilnehmen und verantwortlicher werden. Wichtig ist auch hier zu zeigen, Moment, hier also sieht man, dieses Icon hier signifiziert, dass zu diesem Zweck auch Online-Übungen im Angebot stehen. Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar Online-Übungen. Ich muss also mein Bildschirm teilen. Eine Minute bitte. Okay. Also, Eleni, kannst du meine Online-Übungen sehen? Ich kann deine Online-Übungen sehen. Cool. Also, das ist ein Beispiel. Ich habe hier eine Aufgabe. Die Frage ist, was ist richtig? Ich muss natürlich auswählen. Und es geht hier um Possessivartikel. Zum Beispiel, ich zoge mit meinem Freund. Ich skate mit meiner Schwester. Ich fahre. Mit wem fährst du Kanu, Eleni? Mit meinen Eltern vermutlich. Okay. Meinen. Dankeschön. Dankeschön. Ich spiele mit meinem Kaninchen, obwohl ich kein Kaninchen habe, aber okay. Und dann. Okay, das geht. So. Ah, meine Antwort ist richtig. Gut. Bravo, Panos. Dankeschön. Machen wir noch eine. Also hier, ich muss zuordnen. Aha, gehe ich oft ins Kino. Gehst du oft ins Kino? Nein, nur selten, meine ich. Wie oft suchst du im Internet? Jeden Tag. Und vermutlich. Vermutlich. Wie lange bist du noch zu Hause? Bis 2 Uhr. Und wie lange zattest du abends mit Freunden? Die Jugendlichen heute, den ganzen Abend. Den ganzen Tag. Okay, den ganzen Tag. Tagsüber und nachtsüber. Und ich höre Radio manchmal am Sonntagmorgen. Oh, auch richtig, Helene, ich bin gut, oder was? Bravo, du bist wirklich sehr gut. Dankeschön. So, ich mal, das reicht, glaube ich. Ja, ich glaube, das reicht. Stop. Wir müssen noch mehr spielen. Ja, genau so geht das. Und kommen wir zurück zu unserer Präsentation. Okay. Ah, und du bist das dran jetzt. Glossar. Genau. Der Lernwortschatz jeder Lektion wird im Übungsbuch nach dem Übungsteil aufgelistet. Übersichtliche dreispaltige Seiten implizieren den Lernwortschatz jeder Lektion. Auf der linken Spalte werden die Wörter mit einem entsprechenden Wortakzent angegeben, so dass sich die Schüler den Akzent dann auch leichter einprägen oder merken können. In der mittleren Spalte dann werden Beispielsätze angegeben oder Bilder, aber wie Sie hier sehen, nicht in allen Fällen. Der Grund dafür ist, dass die Schüler leichter die Wörter behalten, indem sie selbst eigene Bilder oder Beispiele ergänzen. Und in der rechten Spalte ist die griechische Übersetzung schon eingetragen, was zeitsparend und praktisch ist, und sowohl ihre Schüler wie auch sie selbst können davon profitieren, denn die Schüler können jederzeit nach der Bedeutung der Wörter nachschlagen und sie haben die Möglichkeit, die fertigen Listen als Diktat oder als Wortschatz Wiederholung anzugeben. Und weiterhin ein Einblick ins Übungsbuch, also nach dem Glossarteil. Wenn Sie also jetzt Wortschatz und Grammatik umfassend trainieren wollen, stehen Ihnen nach dem Glossarteil, wie gesagt, zusätzliche lektionsübergreifende und wiederholende Übungen zur Verfügung, in Wir trainieren Wortschatz und Grammatik. Übung 1 regt zum aktiven Vorgang mit der Wortliste an. Die Schüler sollen Ähnlichkeiten zwischen identischen Wörtern auf Deutsch, Griechisch und Englisch wahrnehmen. In der Übung 2 kommt es auf die richtige Aussprache an und die Übung 3 dann, also in der Übung 3 sollen jetzt hier, sehen Sie mal, Beispielsätze ergänzt werden bei den Verben, die keine haben. Also Übungen
die den Wortschatz trainieren. Und weiterhin in Wir trainieren Wortschatz und Grammatik. In diesem Teil gibt es natürlich auch einen Teil, der die Grammatik trainiert. Hierzu ein Beispiel, die Übung 6. Die Schüler sollen üben also wieder die Jahreszahlen. Sie sollen also notieren, die richtige Jahreszahl notieren und dann die Übung 7 wieder eine Übung zu den Possessivartikeln. Aber passen Sie mal hier auf, nicht nur Dativ wird trainiert, sondern auch der Nominativ als Subjekt oder ein Akkusativ als Objekt und so weiter. Also zusammenfassend unterstützen diese Übungen im Teil Wir trainieren und Wortschatz, natürlich Wortschatz und Grammatik. Und Panos, du bist dran mit Landeskunde. Klar, in einem modernen, motivierenden Lehrwerk, wie wir alle schon wissen, darf es natürlich nicht an Landeskunde mangeln. Den Schülern muss es nicht nur die Sprache beigebracht werden, sondern auch die Kultur, natürlich die Mentalität und die Lebensweise der Menschen, die diese Sprache sprechen. Die Landeskunde ist überall im Buch integriert. Das Leben in Berlin, die alltägliche realitätsnahe Situationen und richtige Fotos dienen alle natürlich zu diesem Zweck. Am Ende jedes Moduls gibt es aber auch einen Filmclip zur Verankerung des landeskundlichen Wissens, begleitet von geeigneten Kopiervorlagen plus ein paar Aufgaben, wie wir hier sehen könnten, also auf der Folie. Die Filme sind kurz und authentisch und bieten Schülern die Chance, das Vorwissen zu aktivieren, sich zu entspannen und vermitteln auch das Erfolgsgefühl, dass die Schüler allein ohne Hilfe einen Film auf Deutsch verstehen können. Und jetzt sehen wir zusammen, was Janis für uns heute vorhat, also was er uns präsentiert. Ich war gerade auf dem Markt. Ich habe Salat, Kartoffeln und Spargel gekauft. Es ist nämlich Spargelzeit. Kennt ihr Spargel? Spargel ist ein Gemüse. Viele Menschen in Deutschland essen sehr gerne Spargel. Den Spargel schält man und kocht ihn danach. Man isst ihn zum Beispiel mit Kartoffeln, Butter und Schinken. Dieser Spargel ist übrigens aus Brandenburg. In Brandenburg gibt es viel Spargel. Und Spargel ist ziemlich gesund. Er hat viele Mineralien und Vitamine. Aber mein Lieblingsgericht ist der vegetarische Gulasch von meiner Mutter. Und ich esse auch ziemlich gerne Pizza. Und wie schmeckt deine Pizza? Ganz gut. Und deine Gemüsepizza? Ist lecker. In Berlin, in der Hauptstadt, ist die Küche natürlich sehr international. Wir haben Döner, Falafel, Gyros, indische Currygerichte, Sushi. Und viele Leute essen in der Stadt auch vegetarisch oder vegan. Aber in ganz Deutschland gibt es nur 5% Vegetarier und Vegetarierinnen. Echt? Nur 5%? Das ist ja total wenig. Ja, in Deutschland isst man am liebsten Fleisch, dann kommen Nudeln und dann erst Gemüsegerichte. Okay, ich esse auch lieber Nudeln als Gemüse. Aber interessant ist auch, dass viele Leute nicht jeden Tag Fleisch essen. Aha, Herr Janis, du bist ja ein richtiger Experte. Tschüss. Ja, ich habe jetzt Hunger. Ich habe auch Hunger, okay. Aber wir müssen weitermachen. Cool. Ja, So, hier sehen wir auch die Kopiervorlage zu den Filmen mit extra, mit zusätzlichen Aufgaben, um weiter zu üben. Die findet man also in der Materialsammlung, die zum Download. Ja, okay. Und
Die nächste Komponente ist das Unterrichtshandbuch. Da findet man didaktische Hinweise, Transkriptionen der Hörtexte und Lösungen. Zudem finden Sie da auch Spielvorlagen und Unterrichtspläne. Das Buch wird von einer digitalen... Ups, warum ist das hier? Ja, so. Das Buch wird von einer digitalen Materialsammlung zum Download begleitet. Dann finden Sie Kopiervorlagen, die Sie den Schülern schicken oder für Sie drucken lassen können, Aufgaben zum Fertigkeitstraining, sowie auch Arbeitsblätter zu den Filmen, wie schon gesagt, des Kursbuches und Tests. Zuletzt gehören alle Hördateien, Filme und Grammatikclips zur Sammlung auch. Für jeden Lektionstest gibt es eine Variante A und eine Variante B, das können wir also hier sehen, die sich nur in wenigen Details voneinander unterscheiden. So können Sie sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht voneinander abschreiben. Aber auch, wenn eine Schülerin oder ein Schüler krank war zum Beispiel und den Test nachschreiben muss, dann können Sie die zweite Variante verwenden. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, die Kopiervorlagen zum Film einzusetzen. Diese, wie schon gesagt, enthalten geschlossene Aufgaben und weitere Bilder und sind auch in der Materialsammlung zum Download zu finden, wie schon erwähnt. Und kommen wir zu der Klett Book App. Man darf die App nicht vergessen, besonders heutzutage, wo es auch Hybridunterricht gibt und Online-Unterricht und all das. Die Kolleginnen und Schüler, damit wir alle arbeiten werden, werden alle Vorteile der Klett Book App und des Learning Management Systems genießen. Das heißt, das Lehrwerk in digitaler, interaktiver Form im Library haben, leichten Zugang zu allen Hör- und Videodateien und Verknüpfung von Lehrer- und Schüler-Accounts, Profile, damit die Kommunikation direkter wird. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Aufgaben zur Erarbeitung zu schicken und als Lehrer ausführliche Rückmeldung zu bekommen und völlig leichter den Überblick zu behalten, was die Leistung der Klasse betrifft. Wenn Sie mit dem Lernmanagement-System arbeiten, können Sie und Ihre Schüler das Kursbuch und das Übungsbuch auf der Klett Book App Lernplattform aktivieren. Dann können Sie die Seiten ebenfalls projizieren, die Medien auf allen Geräten direkt abspielen und die Übungen interaktiv bearbeiten. Sie haben auch die Möglichkeit, die Übungen im Kursbuch und Übungsbuch interaktiv am Computer oder am Tablet zu erarbeiten oder auch noch auf der Klett Book App Plattform Hausaufgaben zu erledigen. Man bekommt automatische Rückmeldungen zu jeder Übung und das hilft, die Lerninhalte zu festigen und ermöglicht auch eine Selbsteinschätzung in Bezug auf den eigenen Leistungsgrad. Zuletzt im Download-Bereich von www.klett.gr finden Sie auch Unterrichtspläne, die Ihnen die Unterrichtsplanung erleichtern. Und das Angebot in diesem Bereich wird kontinuierlich erweitert. Das heißt, ein Blick auf die Webseite lohnt sich immer wieder. Und wie die Amerikaner sagen, we've saved the best for last. Deine Englischkenntnisse sind perfekt, wirklich. Also. Dankeschön, wir spielen jetzt Eleni. Was? Ja, also wenn wir also jetzt für Abwechslung und Dynamik im Unterricht sorgen möchten, dann gibt es natürlich die Kahoot-Spiele. Die Schüler können spielerisch lernen, sind intuitiv bedienbar, können eignen sich also die Übung für Feedback und Lernfortschrittskontrolle. Und ich habe jetzt Lust zu spielen, Panos. Ich auch. Unsere Freunde hier. Ja, genau. Auch. Also. Das heißt, ich zeige jetzt den Code, Moment, hier ist es. Das heißt, wer Lust jetzt zum Spielen hat, kann mitspielen. Ich komme rein. Ja, ich auch. Okay. I'm in. Ich auch. Ich sehe das nicht, aber was soll ich jetzt machen? Mhm.
Also wer Lust hat, also kann auch mitspielen. Nehmen Sie bitte Ihre Handys. Oh, wir haben Türkia. Wir warten. Hallo, Jürgia. Wir warten Hallo, noch ein paar Sekunden. Wer hat noch? Hallo, Alexia ist auch willkommen. Hallo, und da Haris. Habe ich auch. Gut, gut, das ist doch toll, dass wir jetzt alle mitspielen. Hallo, Irene, wir spielen alle zusammen, also das ist aber toll. Okay, ich bin hier bereit. So, kommt da noch einer rein? Stavro. Hallo, Stratula. Hallo, Stratula. So. Okay, ich denke, wir können. Wir sind, ich meine, genau die Anzahl. Mhm. Okay, los geht's. Ja. Meine Schwester spielt jeden Tag mit. Aha. Es gibt noch Zeit. Okay. Aha. Nächste Frage. Okay, nächste Frage dann. Drei, zwei, eins. Okay. Aha, Peter, aha. Nummer 1. Sehr gut, Eleni, sehr gut. Danke, danke. Was passt? Okay. Aha. Das ist schwer. Oh ja. Ich denke so. Okay. Ich denke, ich habe zu schnell geantwortet. Ja. Mal sehen. Also. Ich war inkorrekt. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Georgia. Gratuliere. Oh, Georgia. Gut. Oh, so, ich glaube, es ist genug. Noch eine letzte Frage. Vier Fragen und dann ist es genug. Was kann man mit dem Smartphone nicht machen? Doink. Das ist aber... Bist du das, Eleni? Was soll ich sein? Das Mädchen mit dem Handy scrollt, scrollt und scrollt. Okay. Und Georgia, gratuliere. Bravo, Georgia. Wirklich. Sehr gut gemacht. Und Stop Sharing jetzt. So, hat wirklich Spaß gemacht. Genau. Und ich denke, Eleni, du bist dran. Schlusswort. Also, Schlusswort, wie Sie sehen, ist für alle ein einfaches, ein authentisches, ein motivierendes, ein abwechslungsreiches Werk, das wirklich Spaß macht. Und wir alle kommen in kleinen Schritten ans Ziel. Wir alle fühlen uns beim Lernen sicher und wir alle sind beim Lernen motiviert. So, bitte füllen Sie im Anschluss an das Webinar den Online-Fragebogen aus und wählen Sie ein Wir alle A1 oder Wir alle A2 Prüfexemplar aus, damit wir Ihnen dies dann auch kostenlos übersenden. Sie können natürlich auch alle anderen Komponenten zum absoluten Sonderpreis bestellen. Wir bedanken uns recht herzlich für das Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen schöne Osterferien und frohe Ostern natürlich auch noch dazu. Panos, ein letztes Wort. Ja. Vielen Dank. Schöne Osterferien. Es hat Spaß gemacht und wir gratulieren Georgia. Ja, genau. Bravo, Georgia. Gut gemacht. Bravo, Georgia. So, ich glaube, das war's, Eleni. Ich glaube, das war's auch, Panos. Wir sagen jetzt auf Wiedersehen, oder? Danke für die Zusammenarbeit, Panos. Du bist wirklich sehr gut. Wirklich. Ich habe zu danken. Beeindruckend, wirklich. Ich habe zu danken. Also, tschüss, Ade. So, tschüss. Tschüss.